Hat man das gesehen? Nee, auf keinen Fall. So, komm. Love to stay in love because fucking fuck happens. Ich bin heute hier an den Tisch gekommen, um dir Danke zu sagen. Ich möchte ein freundliches Video drehen und die Menschen mit der Schrotflinte links und rechts seht ihr jetzt nicht, die auf mich zielen, damit ich dieses Video drehe. Na, was möchte ich sagen? Ich hatte heute einen guten Tag. Mehr oder weniger. Vollidioten gibt es jeden Tag. Ihr habt ja meine Timeline gelesen. Aber ich habe heute unter anderem von Matthias ein wunderschönes Statement bekommen, in dem er sich einfach bedankt hat, ja, dass ich etwas ermöglicht habe, eine Community geschaffen habe, die zwar sehr klein ist, aber also sehr klein, sie besteht aus 7 Menschen mit mir und meiner bezaubernden Frau Isabel, ich liebe die ohne Ende, sind es 9. Sie nennen sich die Sales Angels und da wird Großes bewegt. Und was möchte ich dir sagen mit dem Titel Love to Stay in Love? Es ist auf den ersten Blick vielleicht nicht sehr erkenntlich, was ich damit meine, und deswegen lass es mich dir erläutern. Man kann es adaptieren auf eine Partnerschaft, in einer Beziehung mit dem Partner oder aber in einer Beziehung im Geschäft oder mit dir selber. Love to stay in love, right? Es ist das Ding, etwas zu tun, jeden Tag, aus Liebe zu etwas, um etwas Größeres, was einem Menschen nicht vorstellbar ist, zu erreichen. Ja. Love to stay in love bedeutet, jeden Tag etwas zu tun, um etwas zu erreichen, ohne zu wissen, wann man es erreicht und eigentlich auch nicht zu wissen, was man erreichen möchte. Und ich möchte dir das heute mal erklären, einen Teil davon. Business und Partnerschaft, wenn du in ein Business beginnst, oder wenn, Business ist so hochgestochen, die meisten verstehen es nicht, wenn du etwas beginnst, etwas zu tun, was du möchtest, egal was es ist, Rennfahrer werden, einen Modellflieger zusammenbasteln, Geld zu verdienen, oder eben einfach nur mit einem Menschen zusammenzuleben, dann ist das keine Arbeit, ja, aber Business und das, was du tust in einer Partnerschaft, ist genau dasselbe. Denn man kann nicht sagen, wann dieses effektive Ereignis eintritt. Es ist nicht möglich zu sagen, wann ist es soweit. Solltest du einen Partner oder eine Partnerin haben und du hast diesen Menschen gezwungenermaßen irgendwann mal kennengelernt, dann hattest du Interesse daran. Und dasselbe gilt, wenn du für ein Business irgendetwas tust oder wenn du dich für etwas interessierst. Du hast irgendwann mal Interesse dafür. Du beginnst dich dafür zu interessieren. Du kannst nicht hingehen und einen Menschen kennenlernen und am nächsten Tag heiraten. Das wird nicht funktionieren. Du kannst in einem Business nicht hingehen und am nächsten Tag sagen, that's where it goes. Ich bin hier der absolute Experte in diesem Scheiß. Das wird nicht funktionieren. Es gibt keinen Push-Button, wann das soweit ist. Ich sage das immer und immer wieder. Ich kann dir sagen, es dauert länger als 7 Tage, aber weniger als 7 Jahre. Und der Deal in dieser Beziehung ist nicht das effektive Resultat, etwas zu tun. Das Ziel in dieser Beziehung ist nicht irgendwie ein Ziel zu erreichen und auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Du musst dir mal überlegen, wenn du eine Beziehung eingehst mit einem Menschen, wie zum Beispiel ich und Isabel. Ja. Das Ziel ist nicht, wir haben uns kennengelernt, wir heiraten am 13. irgendwas 2008. Das ist nicht der Deal. Nicht, wir ziehen zusammen. Es ergibt sich. Ja. Es ist ein Workflow. Jeden Tag. Love to stay in love. Und jeden Tag wird es etwas größer, und jeden Tag wird es etwas größer, und jeden Tag wird es etwas größer, und jeden Tag bewegen wir Dinge. Und das ist genauso wie in einem, ja, ich mag diesen Ausdruck nur in der Dachregion, nicht Business, weil Business hat hier ein so komplett verwirrendes, Business hat hier überhaupt keine Bedeutung mehr. Weil Menschen denken, oh, ich arbeite für dieses Unternehmen, aber nur aus Außendienstmitarbeiter und Verkäufer ist mein Business. Und ich möchte hier gar nicht auf diese scheiß Definition eingehen. Aber der Deal ist, du lernst etwas kennen, du, du,
du lernst diesen Menschen kennen, du lernst die Strukturen von einem Workflow kennen. Du möchtest selber Geld verdienen, du musst erstmal Wissen aneignen. Du lernst, du saugst dieses Wissen auf. Auf der anderen Seite saugst du die Persönlichkeit von einem Menschen auf. Du lernst damit umzugehen, du sagst das, dieser Mensch wird sauer, du sagst, ah, habe ich nicht so gemeint, du transformierst es in einem Lernprozess. Genauso, du saugst es auf, du versuchst, es funktioniert nicht, du transformierst es. Aber das ist Liebe. Ich tue es seit 21 Jahren. 21 Jahre. Man muss sich das einfach mal überlegen. Also ich habe mir heute Gedanken gemacht. Wir reden hier von 2 Jahrzehnten und einem Jahr. Tue ich jeden Tag, was ich tue. Bis vor 2 Jahren waren es 14 bis 18 Stunden every day. Global. Nicht 10 Minuten ein Post schreiben, ich warte mal, was passiert, sondern 18 Stunden, jeden Tag, 19 Jahre lang, 19 Jahre lang, 18 Stunden, all day, every day. Und dann kommen Menschen her und sagen, ich habe jetzt in 23 Gruppen etwas gepostet und habe keinen Erfolg. Dann darf man mir nicht übel nehmen, wenn ich sage, ich nehme dich nicht ernst. Ja. Ich habe teilweise 300 Menschen am Tag kontaktiert. 300. Personal. Call. Gesprochen. Follow-up. Cold calls. Warm calls. Leads. Ja. Follow-ups. What the fuck ever. 300 Menschen. Mit 300 Menschen gesprochen. Every day. All day. Ja. Das sind in 10 Tagen 3000. Das sind in einem Monat 9000 Menschen. Entschuldige bitte, wenn ich jemanden nicht ganz ernst nehmen kann, der sagt, ich habe am Montag mal in 13 Gruppen gepostet und habe kein Feedback. Entschuldige, wenn ich nicht ernst nehmen kann, wenn man mir sagt, ich habe mit 8 Menschen gesprochen letzte Woche. 9000 pro Monat. Und ich habe das mindestens 5 Jahre lang gemacht. Es ist, was ich liebe. Ich rede jeden Tag mit Menschen, ich gebe jeden Tag preis, was ich tue. Ich sage, ich frage Menschen, und das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Ich frage Menschen, was gäbe es zu verbessern in deinem Leben? Was gäbe es zu verbessern in deinem Unternehmen? Das frage und sage ich nicht, weil ich diesem Menschen etwas verkaufen möchte. Es interessiert mich. Ich mache dir ein Beispiel. Ich habe mit einem Schreiner gesprochen. Und Unternehmer reden so. Wir sind Unternehmer. Natürlich fragt man, was gibt es zu verbessern? Was ist cool? Was ist uncool? Was läuft gut? Was läuft schief? Was könnte man verbessern? What the fuck ever? Und dieser Schreiner hat mir gesagt, hey, wenn ich könnte, ich hätte gerne eine größere Säge. Ja, okay, geil. Warum? Ja, weil der Workflow schneller vonhanden geht. Ich kann diesem Menschen kein Sales Training verkaufen, aber ich weiß, er braucht eine Säge, wenn er möchte. Ich spreche mit Menschen all over the globe, every day, all day, mit Menschen, so viel redest du wahrscheinlich im ganzen Jahr, nicht rede ich pro Tag. Das nicht mehr, es interessiert mich. Sollte ich jetzt irgendwo, irgendwann, irgendwie hören, dass jemand eine Säge hat, kann ich sagen, hey, ich habe da gehört, connectet euch. Ich habe nichts davon. Außer, dass dieser Mensch unglaublich glücklich ist deswegen. Ich habe mit einem Bauern gesprochen. Ich muss einem Bauern kein Sales Training andrehen. Und trotzdem frage ich ihn, hey, how's the business working? Wie geht's in deinem Unternehmen? Weil das sind Unternehmer. Natürlich fragt man, wie geht's in deinem Unternehmen? Und dieser Mensch sagt, ja, alles soweit okay, aber ein neuer Anhänger für meinen Traktor, ich weiß nicht mehr was für einer, wäre von Vorteil aus diesen und diesen und diesen Gründen. Ich weiß, was Menschen möchten, weil ich sie danach frage, all day, every day. Und dann gibt es Menschen, die publizieren subjektiv eine Lösung, ohne jemals mit einem Menschen gesprochen zu haben. Ohne zu wissen, ist das im Markt überhaupt irgendwie gewollt. Ohne irgendwas zu wissen. Und
posten das oder machen Marketing dazu, ohne mit einem Menschen gesprochen zu haben. Das wird nicht funktionieren. Das ist keine Liebe. Das ist nothing. Du musst mit Menschen reden, ja? Du love to stay in love. Und das kannst du nur, wenn du mit Menschen sprichst. Ich hoffe, das macht dir irgendwie Sinn. Gib mal ein paar Daumen hoch oder Herzchen oder sonst was. Und ich bin stolz auf jeden Einzelnen von euch, der das jeden Tag tut und verstanden hat. Ich bin stolz auf dich. Du machst einen super Job, wenn du jeden Tag mit Menschen sprichst, sei es über Messenger, sei es über Phones, sei es auf der Straße, sei es im Restaurant, sei es mit Menschen, indem du Menschen fragst, Bedürfnisse abholst, Probleme von Menschen zuhörst und dir dann überlegst, okay, kann ich helfen oder nicht? Das ist Business Building. Das ist die Grundbasis von allem. Zuhören, Menschen fragen, mit Menschen reden, stay in the game, mit Menschen diskutieren. Love to stay in love. Hast du Geld als Interesse, wirst du das nicht können. Und dann scheidet sich sozusagen die Spreu vom Weizen. Die einen haben Erfolg, weil sie machen es vom Herz. So wie ich. Ich mache von Geld ist nicht mein Prioritätsthema. Ja, wenn wir über Geld reden würden, das würde kein Mensch glauben. Aber der Deal ist, ich rede jeden Tag mit Menschen, ich frage mich, hey, wie geht es dir? Ich meine das ernst. Wenn ich jemanden frage, hey, wie geht's dir? Dann möchte ich wissen, was in diesem Menschen vorgeht. Ich möchte nicht wissen, ja, ist okay, bla bla, und dann gehe ich weiter zum Business. Nein, ich frage diesen Menschen, wie geht's dir? Wie sind die Ferien in den Bergen? Wie geht's deiner Frau? Wie geht's den Kindern? Wie geht's in deinem Job? I'm interested in these people. Und wenn ich das nicht frage, kriege ich keine Antworten. Wenn ich keine Antworten kriege, kann ich keine Lösung liefern. Das ist Business Thinking. Und das ist Liebe von ganzem Herzen. Ich liebe es, mit Menschen zu reden. Und ich liebe es, Menschen irgendeinen Weg zu zeigen. Und ich hasse es, wie gestern gesagt, wenn Menschen sagen, ich habe das und das Problem und ich sage, hier hast du eine Lösung und es passiert nichts. Das ist deprimierend. Aber es gibt so viel geile Jungs und Mädels von euch. Ihr macht jeden Tag einen geilen Job. All day, every day. Ihr seid Vorbilder für diese Menschen, weil ihr macht genau das Richtige. Ihr lebt das. Ihr macht und kommuniziert, was ihr sagt. It's great, right? Das ist riesig. Das ist Leben. So, love to stay in love. Und noch was zu diesem love to stay in love. Du kannst das nicht faken. Ja? Deine Symbole, die du aussprühst, so bist du. I'm real. Right? Seit einem Jahr, ein bisschen mehr, länger in der Dachregion. Du kannst meine Timeline zurückscrollen, bis dir der Daumen blutet. Oder der Zeigefinger blutet. Ich bin genauso. Sales, 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 help people to help people. All day, every day. Und du kannst nicht hingehen und sagen, hey, ich steige heute in irgendein System ein oder in irgendein Unternehmen, in irgendeine Industrie oder irgendwas und bis morgen Experte. In 3 Monaten bist du weg. Und das hat nichts mit Liebe zu tun, mit dem, was du tust. Und es ist nicht so tragisch, wenn du sagst, hey, ich steige heute hier ein, um mich mal zu informieren. Ist nichts für mich, ich gehe weg und schaue mir was anderes an. Ist nicht tragisch. Es ist nicht tragisch, wenn du mich verfolgst für 3-4 Monate, ich kann dir helfen und dann gehst du weiter. Das ist der Deal. Ja? Mein Mentor damals, oder immer noch, sagt, wenn du heute noch denselben Freund hast wie vor 10 Jahren, bist du für mich absolut unglaubwürdig. Hat er mir gesagt. Warum ist das so? Heute verstehe ich das. Wenn du Prozesse durchgehst, dann ist es eben wie in einem Fußballteam oder so. Du beginnst auf dem Spielplatz, gehst in die erste Liga, zweite oder dritte Liga, zweite Liga, erste Liga, WM. Du hast hier nicht mehr dieselben Freunde wie hier. Es ist nicht möglich. Und du musst dich entwickeln. Ich entwickle mich jeden Tag.
Ich habe gestern mit meinem Business Building Mentor Mike und meinem Marketing Mentor Russell gesprochen und ich darf anhand von diesen beiden Menschen, welche massiv höher sind als ich im Global Thinking und seit Jahren meine Mentoren, darf ich ab März Marketing betreiben. Und damit du hier mal ein Beispiel hast, es gibt Menschen, die kaufen sich heute eine Software oder gestern eine Software und betreiben heute Marketing. Ich habe im gesamten, ich weiß es nicht mal genau, in einem Jahr eine Akademie gegründet mit 82 Mitgliedern zu Top-Zeiten, 13 Marketingprodukte und mittlerweile 12 Sales-Produkte. Also Messkursiv Academy, Marketingprodukte, Salesprodukte. Und bin nach einem Jahr mit knapp 30 Produkten und alledem, was ich jeden Tag tue, von meinen Mentoren jetzt freigeschaltet worden, um Marketing zu betreiben. Siehst du die Differenz zwischen dem, was die Menschen tun und so, wie es funktioniert? Ja. Kommentiert mal, wenn das irgendwie Sinn macht oder gib mir ein paar Daumen oder Herzchen. Das ist der Deal, dass Big Business Companies, das sind die Menschen, die verdienen so viel Geld im Jahr, fernab. Und ich halte mich strikte an dem, was diese Menschen mir sagen, weil es sind meine Coaches, meine Mentoren. Sie sagen, ich bin im Trainfield. Ja? Ich bin im Trainfield. Nach einem Jahr 13 Produkten und irgendwie 12 oder 14 Sales-Produkte und einer Akademie plus den Sales Angels. Und ich bin immer noch im Trainfield. Ich habe noch nichts erreicht. Nothing. Für die, die die Kurve kennen, die schon mal hier gesessen haben oder im Mentorat 4 waren, ich bin noch nicht mal über diese ersten 2,5% raus. Nach einem Jahr Hard Work, und zwar voller Liebe für alle Menschen, nach einem Jahr noch nicht mal über 2,5% raus. That's how business is working. Du kannst auch nicht einen Menschen kennenlernen heute und sagen, du kannst einen Menschen 15 Uhr nicht kennenlernen, bis 17 Uhr mit ihm sprechen und 18 Uhr zusammenziehen und am nächsten Tag heiraten und übernächsten Tag Kinder kriegen. Das wird nicht, das funktioniert nicht. Love to stay in love. Dein ganzes Leben lang. Dein ganzes Leben lang dieses Ding zu tun. Das mache ich, egal in welches Land ich gehe, egal wo ich mich befinde, egal wo ich irgendetwas aufbauen möchte. Ich kann nicht eine Community wie die Sales Angels mit 7 unglaublich tollen Menschen gründen, ohne dass ich mit diesen Menschen kommuniziere. Wir machen jeden Tag Videos, jeden Tag. Ich wurde heute gefragt, hey Mann, was ist mit deinen Sales Angels? Wohl begraben, dieses Projekt. Yep, next. Wir trainieren, wir sind eine kleine Gruppe, die sich so groß macht, ja. Mit Menschen, die man einfach haben will. Und diese Menschen helfen sich. Es ist unfucking fassbar. Es ist so geil. Aber such mal 7 Menschen. Such mal diese 7 Menschen. Es dauert Zeit. Aber es ist Liebe, die ich einwende, diese Menschen zu finden. Wir haben hier, keine Ahnung, wir hatten 50 Anwärter für die Sales Angels. 50 plus. Weit mehr. Wir haben 7 genommen. Weißt du warum? Wegen der Liebe, die sie im Herzen tragen für das, was sie tun jeden Tag. Absolut. Wir haben 7 Menschen, wo ich blind sagen kann, ich tue alles für jeden Einzelnen, weil ich weiß, jeder Einzelne würde dasselbe für mich tun. So. Das ist Qualität, das ist Liebe für das, was du tust jeden Tag. Und Liebe für das, was du tust jeden Tag, hat nichts damit zu tun, Geld hinterher zu rennen, Geld hinterher zu rennen. Glaube ich, du wirst Geld nie erreichen. So, nie, never, ever. Und jeder, der was anderes sagt, soll sich mit mir persönlich an diesen Tisch setzen und zeigen, was er kann. You will lose next. Ich zermale dich so, ja. Warum, das geht's heute nicht. Tu, was du liebst.
und nimm dir Zeit. Es ist kein Wettrennen. Ja? Du hast gegebenenfalls 5 oder 10 oder 20 Jahre deines Lebens in den Mülleimer getreten, erwachst jetzt, dann erzwinge nichts. Das Erwachen alleine ist es wert, jeden Tag etwas Schönes zu tun. Aus Liebe. Und dein ganzes Umfeld wird sich unglaublich schön ändern. Und das möchte ich dir heute weitergeben. Ja? Love to stay in love. Not work hard to stay in the game. Kein Mensch will hart arbeiten. Wenn du hart arbeiten musst, hast du den falschen Job. Wenn es dir leicht fällt und du Freude und Spaß daran hast, because you do it for your heart, ist es kein Hard Work. Meine lieben Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen heute Abend. Ich hoffe, euch einen weiteren Einblick geben zu dürfen oder gegeben zu haben, wie so etwas funktioniert. Und love, stay in love. Do it all day, every day, because of passion. Und nicht, weil ich möchte 100 Euro verdienen. Lerne zu verkaufen. Mein Business Building Zoom Party zeigt dir das. 2 Stunden. Jede Menge Menschen haben da gesprochen. Menschen mit Erfahrung. Keine Bullshit-Laberer, die sagen, oh, 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 10.000 bla, sondern Menschen mit Erfahrung, mit eigenen Unternehmen sagen, du hast recht. Es ist für mich eine Ehre, dass Menschen, die älter sind als ich, von denen ich unglaublichen Respekt habe, mir sagen, dass ich ihnen einen Funken zurückgegeben habe, dass er Feuer entfacht hat, dass mittlerweile ein flächendeckender Waldbrand ist, nicht mehr aufzuhalten in Form von Liebe und der ganze Tag ist geil. Ich bin ein Freak, ich bin ein Nerd. Ich wurde vor 22 Jahren auf dem Schulhof vermöbelt, zerprügelt. Ja? Keiner wollte mit mir was zu tun haben. Und ich habe es mit Liebe verfolgt. All day, every day. All day, every day. Und das mache ich jeden Tag. Und wer unter meinem Schirm steht, garantiere ich, wird nie nass. Und hier stehen 21 Jahre Erfahrung. 18 Stunden am Tag. Keine Freunde, keine Freundin oder jede Menge Freundinnen, aber immer wieder weg. Mehr Unternehmen, als du jemals besuchst im ganzen Jahr. 3 erfolgreiche von 20. Jede Menge Downs. Und mit Downs meine ich, das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil das gibt es hier im Dachregion nicht. Ihr habt hier ein Netz, das fängt dich auf. In den USA gibt es das nicht. Ja, wenn du da mal mit 1 Million in der Kreide stehst, dann kannst du dein Zelt aufklappen irgendwo am Waldrand und dann kannst du mal schauen, wie es dir geht, weil kein Mensch wird dir helfen. So what? Going through. Hard passion. All day, every day. All day, every day. Und jetzt bin ich hier. Und möchte einfach nur das weitergeben. Help people to help people. Do it with your passion. Love to stay in love. All day, every day. Nicht mehr, nicht weniger. Be real. Wenn du morgen einen Anzug anziehst und denkst, die Krawatte ist zu eng. Und das passt dir nicht im Office. Ändere was. Ändere was. Wenn dir dein Partner nicht passt, ändere was. Wenn dir deine Freundesliste nicht passt, ändere was. It's your life. Du kannst frei wählen. Und bei allem Respekt, schlimmer wird es wahrscheinlich nicht werden, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, es ist so beschissen, wie es überhaupt sein kann. Was wird schlimmer werden? Und wenn du denkst, etwas Eigenes zu tun, wobei die Möglichkeiten heute mehr, größer und effektiver sind als jemals, du brauchst nicht mehr als das, ein Notebook, und du kannst die Welt bewegen. Ich habe die Sales Angels gebaut von diesem Stuhl, von einem Holzstuhl in Vorarlberg mit einem Notebook, in dem ich mit Menschen kommuniziert habe. Und ich bin stolz darauf, auf jeden einzelnen Mitglied. Auf jedes einzelne Mitglied bin ich stolz drauf. Ich habe eine Community gegründet mit Menschen, da kann dir nichts mehr passieren. Ich bin stolz darauf, das getan zu haben. Ich bin stolz darauf, dies in dieser Region erwirkt zu haben, nach einem Jahr.
365 Tagen. Eine Akademie, keine Ahnung, 14 Produkten, 4 E-Books, 3 Podcast-Serien und mittlerweile 12 Sales-Produkten ohne Marketing. Love to stay in love. Und ich werde jeden Tag weitermachen. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und das wünsche ich dir auch. Das wünsche ich dir auch und ich wünsche dir eine ganz gute Nacht. Sei stolz auf das, was du tust jeden Tag. Mehr habe ich heute nicht zu sagen. Ich möchte hier abschließen und sagen, ich liebe euch alle. Ihr seid der Grund, warum ich das jeden Tag tue. Ihr, mit denen ich jeden Tag kommuniziere und mir sagen, hey Marc, du machst einen super Job, danke, du hast mir das ermöglicht, ich habe durch dich diese Connection gekriegt, durch diese Connection ist das passiert, das, mein Leben hat sich um 180 Grad geändert, es ist alles perfekt. Love. Ja. Liebe. Und wenn du mal sowas bewirkst, awesome. Das ist ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben, aber tu es. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz schönen Abend. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen, Zuhören. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass mir einen Kommentar da, lass mir deine Meinung da. Kommentiere, schreibe irgendeinem Menschen, dem das helfen könnte. Connecting people, schick Menschen zu mir, wenn sie Sales lernen möchten, Business Building, zu Isa, zu dir. Sag mir, wie ich dir helfen kann. Do it! Kommuniziere mit Menschen. Und du wirst von heute auf morgen so hoch fliegen, du hast keine Ahnung. Love to stay in love. Kommuniziere mit Menschen. Ich wünsche dir einen ganz schönen Abend. Vielen herzlichen Dank. Bis dann. Ciao. Gute Nacht.